Ja, und das war die Fragestunde im Londoner Unterhaus. Theresa May, die Premierministerin, hat den Saal mittlerweile verlassen. Bei mir im Studio ist Hubertus Zimmermann, Politikwissenschaftler an der Universität Marburg. Herzlich willkommen zurück. Guten Tag. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, angesichts der Entwicklungen, die sich heute abzeichnen. Eigentlich fast überraschend, wie viele randige Themen, wenn man so sagen darf, doch dort besprochen wurden, seien es Fernsehlizenzen oder auch die Bekämpfung der Kriminalität. Nicht unwichtig, aber man hätte richtig hitzige Brexit-Debatten eigentlich erwartet. Ja, das ist britischer Parlamentarismus in Reinform. Es ist halt so, dass bestimmte Fragen von den Abgeordneten formuliert werden. Und das muss nicht unbedingt mit dem Thema zu tun haben, das alle interessiert, sondern teilweise halt auch mit den Themen, die die Leute in ihren Wahlkreisen interessieren. Und da geht es halt teilweise mal um barrierefreien Zugang zu irgendwelchen Bahnsteigen und so weiter. Also das ist durchaus normal. Schauen wir mal auf den Verlauf des weiteren Tages. Theresa May wird mit Corbyn, mit dem Labour-Chef, noch heute das Gespräch suchen. Und der hat, anders als ursprünglich angekündigt, gegenüber der BBC schon einige Forderungen in den Raum gestellt, die er durchaus stellen wird. Unter anderem die Zollunion, den Zugang zum Binnenmarkt, Schutz von Verbraucher- und Umweltstandards, Arbeitnehmerrechte. Sitzt er jetzt am längeren Hebel und kann quasi seine Wunschliste runterspielen? Und Theresa May muss zu allem Ja und Amen sagen? Oder wie ist da das Kräfteverhältnis? Ja, er hat natürlich jetzt eine gute Ausgangsposition und kann relativ viel verlangen. Die Umfragesituation ist jetzt auch nicht ganz schlecht für Labour. Und er hat ja schon im Februar sozusagen die Forderungen von Labour gestellt, dass also ja, die Teilnahme an der Zollunion dabei sein muss und soziale Standards und so weiter, was die EU garantiert, dass es auch weiterhin bewahrt werden muss. Diese Forderungen sind halt für die konservative Partei relativ schwierig anzunehmen, ganz abgesehen von der Frage Zollunion, was ja einfach bedeutet, dass man halt diese vollständige Souveränität, die man eigentlich haben will, einfach nicht hat. Also es wird ein schwieriger Verhandlungsprozess. Das Ganze bezieht sich ja auch nur auf diese politische Absichtserklärung, die dem Vertrag beigegeben ist. Der Vertrag selbst wird ja nicht, der Austrittsvertrag wird ja nicht wieder aufgemacht. Das würde ja bedeuten, dann sozusagen wieder mit der EU zu verhandeln. Also es ist schon möglich, dass es ein gewisses Entgegenkommen geben wird oder muss von May, sonst kriegt sie ja diese überparteiliche Mehrheit nicht zustande, die ihre letzte Option ist. Sie haben das eben schon angesprochen, gerade die Konservativen, die Hardliner in Mays Reihen sehen das Ganze durchaus skeptisch. Boris Johnson hat schon gesagt, er fürchte, der Brexit werde so soft, dass er in sich zerfalle. Da ist schon Skepsis. Kann May sich leisten, diese Stimmen in den eigenen Reihen zu verlieren? Ja gut, es geht anders geht es nicht vorwärts. Also es wird einfach nicht klappen. Entweder man geht auf einen No-Deal-Brexit zu mit unkalkulierbaren Folgen. Und die meisten Wissenschaftler und sonstigen Experten sind sich einig, dass es ziemlich üble Folgen haben wird für Großbritannien. Oder man versucht eben diese überparteiliche Zusammenarbeit zu erreichen, die überhaupt nicht im britischen System angelegt ist. Also es ist schon verständlich, wenn jetzt also konservative Abgeordnete dann da teilweise mit Marxismus, Sozialismus und so weiter Slogans operieren, das widerstrebt ihnen halt ganz klar noch dazu, wo das Ergebnis überhaupt nicht auf ihrer Linie sein wird. Aber auch bei Labour sind ja die Gespräche durchaus umstritten. Ben Bradshaw hat schon gesagt, er hat von einer Falle gesprochen, die May dort stellen würde, um doch ihren Deal noch durchzubekommen. Also auch da ist es ja nicht so, dass alle Juhu schreien. Ja, ja, das bezieht sich darauf, dass Labour sozusagen ja selbst nicht in der Brexit-Frage einig ist. Jeremy Corbyn ist ja eher so für einen Soft Brexit, aber ein großer Teil der Partei ist gegen jede Art von Brexit. Also es ist durchaus möglich, dass sozusagen jetzt mittels dieser Gespräche, wenn Entscheidungen anstehen, sozusagen die Tories ihre eigene Uneinigkeit in die Labour-Partei exportieren und dann wäre diese Falle zugeschnappt. Was wäre denn, wenn sich Corbyn und May nicht einigten? Denn die zu verhandelnden Punkte liegen auf der Hand, aber man kann sich ja jetzt schwer vorstellen, dass die beiden zusammen bei einem Tee sitzen und sich locker unterhalten und heute Abend ist alles geritzt, oder? Eigentlich dauert ja sowas eine Weile. Gibt es im Grunde zwei Optionen, Hard Brexit oder Teilnahme an den Europawahlen.
für die Briten und eine lange Verlängerung, bis sie wirklich bereit sind, tatsächlich aus der EU auszutreten. Das sind sie jetzt eigentlich noch nicht. Also im Grunde für die britische Wirtschaft und für die meisten Arbeitnehmer in Großbritannien, für die meisten Unternehmen, ist eine längere Übergangsphase sehr viel besser, auch für das britische Regierungssystem, das überhaupt noch nicht darauf vorbereitet ist, viele dieser Aufgaben zu übernehmen, die jetzt tatsächlich früher von der EU übernommen wurden und jetzt auf sie selbst zukommen.